Heißt das, dass so ein Gerät eine optimale, qualitativ optimale Atemluft herstellen kann, die ich dann nütze als Mensch? Ich würde sagen, eine zurzeit optimale. Was in 20 Jahren ist, was die Wissenschaft sich noch ausdenkt, wissen wir nicht. Und für mich sind auch häufig viel mehr die Erfahrungen, die tatsächlichen Erfolge in der täglichen Praxis viel wichtiger als die Theorie. Was kann man denn mit so einer Atemlufttherapie erreichen, außer dass man sich wohlfühlt, dass man mehr Energie hat? Was haben denn Sie als Arzt für Erfahrungen damit gemacht? Sich wohler fühlen und mehr Energie zu haben, ist schon eine ganze Menge. Ja, sicher. Das ist richtig. Da haben Sie schon recht. Ja. Aber ich denke gerade bei Schlafstörungen, sowohl die Ein- und Durchschlafstörung, die Tiefe, die Qualität, die Erholungsqualität des Schlafes zu fördern, ist außerordentlich wichtig. Aber es gibt auch handfeste Krankheiten. Denken Sie an erhöhtes Cholesterin, an erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhten Blutdruck. Menschen, die mit Energy atmen, können sich wieder besser bewegen und dadurch können sie auch diese Faktoren verbessern. Und ich glaube auch bis hin zum immunologischen Fibromyalgie, denken Sie an bestimmte asthmatische, Bronchialasthma, Allergien. Das sind alles Dinge, die man heute sehr günstig beeinflussen kann. Ich glaube aber, in erster Linie kommt es auch für den Gesunden darauf an, besser zu regenerieren und seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Bringt diese Atemlufttherapie auch dem Gesunden etwas vorbeugend, damit er einfach lang gesund bleibt? Ja, ne? Eine ganze Reihe von Hochleistungssportlern wenden das an. Schauen Sie, der Frank Ulrich, das ist der Trainer der Herren-Biathlon-Nationalmannschaft, der macht das nicht aus Spaßvergnügen. Ja, ja. Es gibt ja viele ehemalige Politiker, auch sogar im Gesundheits- die das anwenden, und es gibt eine Reihe von Ärzten, die mittlerweile auch zu überzeugten Anwendern geworden sind.